Hallo und herzlich willkommen zur Plauderei am Donnerstag. Ich war letztes Wochenende an einem Workshop zum Thema LoRa. Das ist ein relativ neuer Funkstandard, der sich besonders gut eignet für IoT, dem Internet der Dinge. Diese Workshops finden jeweils in sehr familiärer Atmosphäre statt. Da waren wir 8 Leute, die um einen Tisch herum saßen und unsere Gedanken zu diesem Thema austauschten. Zwei davon hatten schon praktische Erfahrung und stellten uns ihre Projekte vor. Dieses Projekt war von Thomas Brühlmann. Er arbeitet schon längere Zeit im Bereich von Sensoren. Früher verwendete er jeweils für die Übermittlung Sender und Empfänger im 433 MHz-Bereich. Dieser Bereich ist ja bekanntermaßen sehr stark belegt und es kommt immer wieder zu Störungen. Deshalb hat er in letzter Zeit einige Sensoren basierend auf dem LoRa-Standard realisiert. Er entwickelt auch eigene Boards, wie wir hier im Vordergrund sehen können, oder bei diesem Projekt. Das ist die Webseite von Thomas Brühlmann. Nebst seinem Buch hat er auch diverse andere Projekte realisiert. Das neueste Projekt ist dieses Sensorboard basierend auf dem RFM 95W. Dieses Projekt hat er ebenfalls vorgestellt am Workshop. Es arbeitet eben mit diesem RFM 95W. Das ist dieser kleine Teil, der macht die LoRa-Kommunikation. Ansonsten ist klar, es braucht einen Mikrocontroller, der irgendetwas ausliest oder weitergibt. Es gibt bereits Libraries dazu. Eine bekannte Library ist diese Radiohead Library. Es ist also alles vorhanden, damit man mit dem Experimentieren beginnen kann. LoRa ist eine Abkürzung, steht für Long Range. Das bedeutet etwa 2 bis 40 Kilometer. Es bedeutet aber auch Low Power. Ein aktives LoRa-Modul benötigt etwa 10 mA. Da wir aber hier kleine Datenmengen übermitteln, vor allem aus dem IoT-Bereich, also Sensorenwerte, ist da diese Sende- und Empfangseinheit den größten Teil der Zeit im Ruhemodus. Und hier haben wir Ströme kleiner 1 Mikroampere. Somit können wir hier batteriebetriebene Geräte bauen, die sehr lange halten. Gesendet wird hier im 868. Megahertz Bereich. Ein anderer Teilnehmer, Urs Marti, ist an einem sehr interessanten Projekt beteiligt, das weltweit schon viele Mitglieder hat. Und zwar geht es dabei um das LoRaWAN. Das hier ist ein Versuchsaufbau, den er uns vorgeführt hat. Ich möchte jetzt nicht im Detail näher darauf eingehen, das würde in dieser Plauderei zu weit gehen. LoRaWAN. Dieses arbeitet nicht lokal, sondern soll im Endeffekt ein weltumspannendes Netz ergeben. Hier werden verschiedene Technologien kombiniert. Wir haben Gateways und Nodes. Also hier habe ich einen Node, noch einen Node zum Beispiel. Nodes sind mit diesen Teilen ausgestattet. Diese Sende- und Empfangseinheiten haben nur einen Kanal. Im Gegensatz zu den Gateways. Überall werden Gateways verteilt. Die haben mehrere Kanäle, die gleichzeitig arbeiten können. Und die sind mit dem Internet verbunden.
Das Ganze wird über einen Server koordiniert und kann miteinander kommunizieren. Die LoRa-Verbindung, die findet hier statt, zwischen den Nodes und den Gateways. Es gibt hier eine Community, die bereits sehr aktiv ist. Es sind auch diverse kommerzielle Dienste angekündigt, so zum Beispiel von Swisscom in der Schweiz. Mit diesem Gerät kann er Reichweiten messen. Das heißt, er fährt irgendwo auf einen Berg und schaut, ob er eine Verbindung zum Beispiel zu einem Gateway in Zürich bekommt. Das ist der Twitter-Account von Urs Marti. Dass die versprochenen Reichweiten auch erzielt werden können mit LoRa, hat er bewiesen. Hat zum Beispiel hier. Das ist eine Verbindung vom Vonalbstock nach Zürich. Das sind beinahe 50 Kilometer. Selbstverständlich geht das nur auf Sichtweite. Deshalb ist er hier auf einen Berg gegangen. Aber er konnte doch ein Gateway in der Stadt erreichen. Das LoRaWAN ist auch hier auf einer deutschen Wikipedia-Seite sehr schön beschrieben. Wer sich dafür interessiert, kann da mal nachschauen. Genauere Angaben zur Technologie von LoRa bekommt man auf dieser Webseite. Das hier ist eine private Initiative, die versucht, ein LoRaWAN für jedermann weltweit zu etablieren. Hier sieht man, wo bereits überall Gateways existieren. Also Europa ist schon recht gut erschlossen. Wir haben auch hier in der Schweiz, hier bei Bern, bei Zürich selbstverständlich, ist schon einiges aufgebaut. Dazu gibt es eine lokale Community in Zürich. Die sieht man hier. Hier findet man auch nähere Informationen, wo schon Gateways existieren. Die Abdeckung in Zürich ist schon recht gut. Aber auch in Deutschland werdet ihr in größeren Städten bereits einige Gateways finden. Bisher habe ich mich auch noch nicht in der Praxis damit beschäftigt. Das werde ich aber nachholen. Ich habe hier Module gekauft. Das sind diese Sende- und Empfangsmodule. Das mal auspacken. Die sind also recht klein, um das auf einem Breadboard verwenden zu können. Habe ich hier solche Breakout-Board besorgt. Thomas Brühlmann stellt diese her. Da kann man dieses Modul drauflöten. Hier kann man Headers anlöten. Dann kann man es auf ein Experimentierbrett stecken. Es gibt auch diese Shields, die man direkt auf einen Arduino steckt. Das ist ein Arduino-Shield. Ist allerdings eine ältere Version, die ich hier habe, und ich habe gehört, dass diese Probleme macht, aber das werde ich anschauen. Ja, das war's schon wieder für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr seid nächsten Donnerstag wieder dabei.